Hallo zusammen hier bei Calumet. In diesem Schnellerklär-Tutorial für Einsteiger geht es um den Zusammenhang von Blende und Belichtungszeit. Hier findest du also die Grundlagen für deine Fotografie. Ich möchte euch heute den Zusammenhang von Blende und Belichtungszeit zeigen. Los geht's! Blende und Belichtungszeit sind zwei wichtige Parameter in der Fotografie und sie hängen voneinander ab. Wie sich Blende und Zeit zueinander verhalten, das wird schnell anschaulich, wenn ihr die Kamera einmal in die Programmautomatik versetzt. In diesem Modus wählt die Kamera in Abhängigkeit der Brennweite selbsttätig eine korrekte Zeit-Blenden-Kombination. Verändern wir nun die Einstellungen. Wie man sieht, verändert sich Zeit und Blende gleichzeitig in Abhängigkeit voneinander. Das ist vergleichbar mit einem Mobile oder einer Waage. Bewegt oder verändert man auf der einen Seite etwas, muss als Ausgleich auf der anderen Seite ebenfalls etwas passieren. Und wie sieht es aus, wenn man einen Parameter fixiert und den anderen verändert? Gehen wir dazu in den Modus M und nehmen die von der Kamera zuvor ermittelte korrekte Zeit-Blenden-Kombination. Verändern wir nun die Verschlusszeit. Wie wir sehen, geraten wir bei Abnahme der Zeit in eine Unterbelichtung. Es wird alles dunkler. Und bei Zunahme der Zeit zuerst wieder in die korrekte Belichtung und danach in eine Überbelichtung. Kurz gesagt, kürzere Belichtungszeit gleich weniger Licht auf dem Sensor und bei mehr Belichtungszeit gelangt auch mehr Licht auf den Sensor. Ebenso verhält es sich mit der Blendeneinstellung. Schließen wir die Blendenöffnung. Wird das Bild dunkler, denn dann kommt weniger Licht durch das kleinere Blendenloch. Wird die Blende wieder geöffnet, gibt es mehr Licht für den Sensor und das Bild wird heller. Und diese beiden Parameter, wir lassen jetzt mal die Lichtempfindlichkeit außen vor, müssen sich für ein korrekt belichtetes Foto im Gleichgewicht bewegen. Und wenn weniger Licht durchkommt, muss man eben die Belichtungsdauer erhöhen, damit eine ausreichend große Menge Licht auf dem Sensor ankommt. Jetzt wird es noch einmal technisch. Wie genau reagieren die Parameter Zeit und Blende miteinander? Mit jeder Blendenstufe verdoppelt bzw. halbiert sich die Belichtungszeit. Beispiel: Würde die Belichtungszeit bei Blende 1.4 gleich 1/1000stel Sekunde betragen, würde sich dies so darstellen und fortsetzen. Bei Blende 2 wären es 1/500stel Sekunde und bei Blende 8 schon 1/30stel Sekunde Belichtungszeit. Nächster Punkt. Wie wirkt sich die Blendenöffnung auf den Look des Bildes aus? Je weiter sich die Blende öffnet, desto geringer wird die Schärfentiefe. Es wird also der Bereich, in dem das Bild scharf ist, kleiner. Dies kann gewünscht sein, wenn ein Objekt im Vordergrund scharf und der Hintergrund unscharf sein soll. Wie das aussieht bzw. wie sich der Hintergrund bei sich öffnender Blende verhält, das sehen wir hier in dem Bildbeispiel. Auch in der Porträtfotografie ist ja der unscharfe Hintergrund sehr beliebt und der Schärfebereich bzw. die Schärfentiefe erstreckt sich oft nur von der Nasenspitze bis zum Ohr oder bis zum Hinterkopf. Welche Blendenöffnung ihr dann für einen solchen Look nutzt, hängt von der Länge der Brennweite ab. Am besten schaut ihr euch auch dazu einmal im Web einen sogenannten Schärfentieferechner an. Da gebt ihr die Brennweite ein, sowie die Blendenöffnung, und erhaltet dann einen rechnerischen Wert, in welchem Abstand zur Kamera sich der scharfe Bildbereich befindet. Da seht ihr dann auch, dass die Schärfentiefe sich mit weiter schließender Blende stetig vergrößert. Und zwar ausgehend von dem anfokussierten Punkt nach vorne und nach hinten. Ich habe euch dazu hier einmal eine kleine Grafik vorbereitet. Wir betrachten die Brennweite 85 mm. Und unser Objekt ist 4 Meter von uns entfernt. Sagen wir einmal, es ist eine Person. Bei Blende 2.8 und dem Fokuspunkt von 4 Metern, das könnte jetzt das Auge sein, erstreckt sich unsere Schärfentiefe von 3,83 Meter bis 4,19 Meter. Damit ist das Gesicht unserer fiktiven Person auf jeden Fall scharf und der Hintergrund ab 4,19 Meter unscharf. Also 19 cm hinter unserem Fokuspunkt wird es unscharf. Stelle ich mein Objektiv nun auf die Blende 16 ein, so wird alles im Bereich von 3,17 Meter bis 5,37 Meter scharf sein. Wir haben also einen Schärfebereich, der sich über 2,19 Meter erstreckt. Das ist schon ein ordentlicher Bereich. Dieses Wissen um den Bereich der Schärfentiefe wird euch zum Beispiel auch bei einem Gruppenfoto helfen. Steht die Gruppe etwa in drei Reihen hintereinander, fokussiert ihr auf die zweite Reihe.
Mit der entsprechenden Blende in Kombination mit der Brennweite könnt ihr dann einen ausreichend scharfen Bereich erhalten, sodass alle drei Reihen scharf abgebildet werden. In der Landschaftsfotografie ist meistens eine Schärfentiefe von vorne bis hinten im Bild gefragt. Dann wird die Blende weiter geschlossen. In der Landschaftsfotografie ist die Blende 11 eine bewährte Einstellung und dies im Zusammenhang mit einer kleineren Brennweite. Nun noch ein Wort zum ISO-Wert oder der Lichtempfindlichkeit. In hellen Umgebungen wählt man eher einen niedrigen ISO-Bereich oder ISO-Wert. In dunklen Umgebungen erhöht man ihn. Oder man schaltet die ISO-Automatik ein und überlässt der Kamera die Einstellung. Je höher die Lichtempfindlichkeit ist, desto weniger Licht benötigt der Kamerasensor, um eine korrekte Belichtung zu erstellen. Aber jeder Sensor hat seine Grenzen. Wird sie überschritten, werden Fotos kontrastärmer und unscharf. Man spricht auch vom Bildrauschen. Ich zeige euch hier einmal kurz, wie das aussehen kann. Unser Tipp: Testet generell, ab wann eure Kamera mit dem Rauschen beginnt. Das hilft dann später in Situationen, in denen es mit den Einstellungen schnell gehen muss. So, das war es von meiner Seite aus zu diesem Thema. Ich hoffe, es war verständlich und alles deutlich. Wer noch mehr über unser Thema Fotografie wissen möchte, der findet gleich im Abspann noch weitere Videos. Na denn, macht's gut und wir sehen uns bei Kalomit.